Wenn ein Kreuzfahrtschiff für die nächste Tour startklar gemacht wird, dann ist das ein riesengroßer logistischer Aufwand. Wir erwarten heute etwa 10 LKWs mit allen möglichen Nahrungsmitteln. Wir müssen sicher gehen, dass die Schiffe auch reibungslos abgefertigt werden können. Das sind etwa 10 Stunden, wo alles fertig sein muss. Nur 10 Stunden Zeit, der Countdown läuft. Jetzt in einer neuen Folge von Wir machen Hafen. Wir sind am Cruise Center Altona. Von hier aus startet die AIDA Seoul auf ihre nächste Reise. Bettenwechsel auf dem Kreuzfahrtschiff, das bedeutet für die Crew jede Menge Vorbereitung und Arbeit. Und wir werfen heute mal einen Blick hinter die Kulissen. Auf der Pier wird das Kreuzfahrtschiff beladen, unter anderem mit Lebensmitteln für rund 2.500 Passagiere. Wir sind mit der AIDA Seoul seit Anfang der Saison beschäftigt. Das ist der 6. Reise dieses Jahr. Die ganze Loading wird heute hier stattfinden. Das sind unterschiedliche Nahrungsmittel, die für die Reise natürlich ausreichen sollen. Ja, heute haben wir jetzt ungefähr 180 Tonnen Proviant, insgesamt auf 12 Trailer verteilt. Jeder weiß ja, was er zu tun hat und das muss ja auch so sein. Anders ist es in diesem kurzen Zeitraum eigentlich auch nicht zu schaffen. Die komplette Crew ist in den Wechseltag eingebunden. Das ist ein Großkampftag für alle. Nach 12 Uhr kommen da neue Gäste und die erwarten natürlich, dass die Crew sie herzlich willkommen heißt an Bord. Wenn man überlegt, ein Schiff wird komplett umgedreht, so nennen wir das, 2450 Gäste. Wir reisen ab und heute Abend um 18 Uhr laufen wir wieder aus mit 2480 Gästen. Und so ein ganzes Hotel mit über 1000 Kabinen wird umgedreht, gerade mal in 12 Stunden. Bei ihrem Aufenthalt im Hamburger Hafen wird die AIDA Seoul mit emissionsfreiem Landstrom versorgt. In dieser Form ist die Anlage weltweit einmalig. Landstrom ist für die Stadt Hamburg wichtig, um ihre Ziele im Luftreinhalteplan einzuhalten. Ich gehe davon aus, dass perspektivisch mehr als 5 bis 10 Schiffe Landstrom nehmen werden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren weiter für einen perfekten Start ins Kreuzfahrtabenteuer. Das Schönste an einer Kreuzfahrt ist im Grunde genommen, auf dem Meer zu sein, in die Ferne zu schweifen und natürlich die schönen Häfen, das Wetter und die Crew, die natürlich so einem Schiff die Seele gibt. Sicherlich ist es Job und ich habe schon alles eigentlich gesehen auf der Welt, aber ich genieße jeden Tag. Ich genieße es immer wieder an der Reling zu stehen, aufs Meer hinauszuschauen. Ich verbinde das Angenehme mit dem Nützlichen. Ich arbeite da, wo andere Urlaub machen. Ja, ich habe immer eine sehr nahe Verbindung zu der Schifffahrt gehabt und mein Job ist sehr dynamisch, liefert immer wieder neue Herausforderungen. Das macht bei mir auch sehr viel Spaß. Das war der Blick hinter die Kulissen, Bettenwechsel auf dem Kreuzfahrtschiff. Die Reise übrigens geht nach Norwegen. Wir machen Hafen!